Ich bin Demeter-Landwirt aus Ostholstein. Bin ich verständlich? Du, mach dich lauter. Du machst mich laut, prima. Ich bin von Haus aus Maschinenbauer, aber das war mir nicht sinnvoll genug und dann bin ich als Quereinsteiger in die Landwirtschaft gegangen und am ersten Tag, ich war schon 27, also ich konnte schon irgendwie ein bisschen mehr zusammendenken, als wenn man als ganz junger Mann einsteigt, habe ich diesen Stoffkreislauf, den ich sofort geblickt habe auf meinem Ausbildungsbetrieb, den habe ich genossen. Ich habe das gesehen, Kühe, Stall, Acker, das toll. Endlich das, was ich in den Büchern gelesen habe, wird Realität. Und dann ist der Trecker draußen vorbeigefahren und in dem Moment fing das bei mir an. Und ich dachte, hey, der Diesel im Tank, wo kommt der eigentlich her? Und dann war ich bei dem Thema Energie. Weil ich Maschinenbauer bin, habe ich mich da fix mit auseinandergesetzt und bin mit meinem Pferd gelandet. Als ganz unbedarfter Mensch hatte ich keine Ahnung über Leistung oder so. Ich habe das einfach nur gesehen, ja, früher haben die alles mit Pferden gemacht, das ist ja toll. Und Pferde sind ja auf den ersten Blick wesentlich leistungsfähiger, also verbrauchen ja gar keine Energie. Und was heißt, also keine fossile Energie. Und so habe ich mich von dem Tag an eigentlich mit Zugpferden beschäftigt, mache das bis heute. Und nach Jahren dieser Energie, was auch ein Riesenthema ist, aber nicht heute, bin ich dann zum Boden gekommen. Weil wenn man mit Pferden arbeitet, hat man ein ganz begrenztes Angebot an Werkzeugen, sage ich mal als Maschinenbauer. Kreiselegge, Fräse, all das, was wir heute gehört haben, gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch einen Pflug und eine Egge und einen Grubber. Und mir ist das immer deutlicher bewusst geworden, warum gerade die alten Bücher viel voller sind von Maßnahmen zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Weil die Bodengare viel wichtiger ist mit Pferden. Man kann nichts mehr reparieren. Man ist vor den nackten Tatsachen gestellt. Und das war das eine. Das andere war, dass viele zu mir gesagt haben, du spinnst doch mit Pferden. Erstens sind sie viel langsamer als ein Trecker. Zweitens verdichten die den Boden viel mehr. So ein Pferd wiegt 800 Kilo und ein Huf in Boden, alles tot. Haben mir wirklich viele gesagt. Heute müsste man große Maschinen, breite Bereifung, Druck ablassen und dann, das wäre die Antwort auf Bodenvernichtung. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich den Mann kennengelernt habe, von dem der Sepp schon erzählt hat, der Professor Rainer Horn, weil der bei uns in der Gegend, nämlich in Kiel, das Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde leitet, der das Bundesbodenschutzgesetz mitentwickelt. Der hat auch das Lehrbuch der Bodenkunde mitgeschrieben, den Schäffer-Schacht-Schabel, dieses berühmte. Und der meinte nach 5 Minuten, wissen Sie was, wir beide machen einen Versuch zusammen. Wenn Sie mir als Landwirt garantieren, dass wir 8 Jahre arbeiten können, dann garantiere ich Ihnen als Professor, dass das ganze Labor zur Verfügung steht, dann wollen wir mal gucken, was da Sinn ist. Weil er glaubte nämlich, dass mit den Pferden, dass das anders ist mit diesen Bodenverdichtungen. Aber er wusste es auch nicht. Es war es eigentlich keiner. Insofern haben wir einen Versuch angelegt, von dem ich jetzt mal erzähle, der weltweit einzigartig ist. 2005 gestartet und 2014 abgeschlossen. Jetzt muss ich gucken, ob ich den richtigen Knopf finde. Da ist er. So, das habe ich alles gesagt, wer ich bin. Ach so, genau. Mehr und mehr bin ich in den letzten Jahren zum Berater für solidarische Landwirtschaft geworden. Wir haben eine der ersten solidarischen Landwirtschaften gegründet, weil wir mit Pferden arbeiten, weil ich irgendwie eine Vermarktungsform gesucht habe, wie man diesen Pferdeeinsatz auch Verbraucherinnen näher bringen kann, wenn es denn in der Tat langsamer geht und vielleicht deswegen auch teurer wird. So, jetzt aber zum Versuch. Okay, wir haben, da fehlt, kann das sein, dass da ein Bild fehlt? Okay. Da, das Bild habe ich gesucht. Okay, dann nochmal zurück. Gut, okay, also klassische Versuchsanordnung, 2 Varianten. Die eine war ein Traktor, den seht ihr gleich, der andere unsere beiden Pferde. Und die Variante 1 und 2 sind das eben genau. Wie entwickelt sich der Boden? Und speziell von den 3 Bereichen, die der Sepp heute Morgen gezeigt hat, die Bodenphysik. Das, also wir haben weder auf die Chemie noch auf die Biologie den Schwerpunkt gelegt, sondern einfach geschaut, wie verändern sich die physischen Parameter da drin. Die haben einen Sommer gebraucht, um überhaupt auf unserem Hof eine Stelle zu finden, wo wir das machen. Wir sind sozusagen auf skandinavischer Importware arbeiten wir. Das ist durch die letzte Eiszeit, ist die Endmoräne, hat das alles hingedrückt und das sind total verschiedene Böden. Und Bodenkundler sind echt genau, das war der Hammer, wie die da mit ihren Hämmern in Wirklichkeit, mit diesem Purkhauer-Hammer rumgezogen ist. Und diese Frau hat ihre Abschlussarbeit, damals Diplom war das noch, nur darüber geschrieben, die geeignete Stelle für diesen Versuch zu finden. Die hat auch keine Leute mehr gefunden, die ihr noch helfen, weil der Boden bei uns im Sommer recht trocken ist. Und das mussten solche 80 cm tiefen Profile, weil das ist immer ihr Freund mitgekommen zum Schluss. Der war der Letzte, der noch die Stange gehalten hat. Und
nun denn. Also ein Jahr ging nur damit hin. Aber wir wussten dann, und das hat der Herr Horn gesagt, fast jeder Bodenversuch scheitert schon daran, dass man vor Beginn des Versuches gar nicht richtig rauskriegt, war das hier mal alles eins? War das hier wirklich eine homogene Fläche? Und sind die Einflüsse, die wir gleich durch die Versuchsanordnung ranbringen, sind die wirklich auf die Versuchsanordnung zurückzuführen? Das hatten wir hier. Hat ein Jahr gedauert. So. Dann der große Täterätag, da hinten, das sind alles Leute von der Kreisverwaltung, die hatten wir eingeladen, die Teilung der Zellen. Hier zwei schwedische, Schleswiger Kaltblutpferde, die wiegen so pro Pferd 800 Kilo und darunter eine Leihgabe des örtlichen Museums, ein alter Traktor. Wir haben bewusst was Kleines genommen, weil ich meine, also Pferde leisten im Dauerzug die im Gespann 4 bis 6 PS, da darf man sich nichts vormachen. Der Traktor wird ja immer angegeben, dieser Traktor hat 25 PS Motor, aber der Traktor hat einen sündhaft schlechten Wirkungsgrad und viel mehr als 6 PS kommen hinten reell auch nicht an, wenn man den ganzen Schlupf wegnimmt und sowas. Insofern halte ich das schon für vergleichbar. Und das war uns wichtig, weil ich hatte schon mal einen Vorversuch gemacht mit Traktoren und Pferden, da hatten wir unterschiedliche Geräte in der Bodenbearbeitung und das wollte ich hier rausnehmen. Das sind immer die gleichen Geräte. Ihr seht hier bei den Flügen, ich habe mir dann Flüge besorgt, die genau passen. Und wir haben es geschafft, ich glaube es waren über 200 Überfahrten in den 8 Jahren, dass uns nie eine Panne da reingegangen sind. Alle Geräte waren so gebaut, dass ich sie fürs Pferd nehmen konnte und unmittelbar danach für den Traktor. Sodass kein Regen dazwischen gekommen ist, das hat nichts verfälscht. Es ist also immer die gleiche Bearbeitung, immer mit dem gleichen Gerät, nur die Zugkraftquelle, Traktor oder Pferd wurde getauscht. Ihr seht da nochmal die Anordnung. So. Hier seht ihr nochmal so ein paar Bilder, wie das dann aussieht, ob wir Kartoffeln gerodet haben oder geschält oder irgendwas. Es war immer dieser kleine elterliche Traktor da und die beiden Pferde und immer das gleiche Gerät. Achso, das hatte ich noch nicht gesagt. Die Pferde sind schwerer als der Traktor. Der Traktor ist im Grunde ein Pendant zum Fendt-Geräteträger, der immer noch heute in vielen Biogärtnereien sehr beliebt ist als kleines, wendiges Gerät. Also insofern finde ich es auch schon recht vergleichbar. Nach 3 Jahren sind sie wiedergekommen. Inzwischen andere Leute, die wieder ihre Abschlussarbeit darüber gemacht haben, über 40 Überfahrten, wieder große Löcher. Und das sind die Ergebnisse. Innerhalb von 3 Jahren haben die Pferde bis zu 40% mehr Luftbohrenvolumen in den Boden gebracht und eine fast gleichwertige Wasserhaltefähigkeit. Ging also relativ fix, obwohl der Traktor leichter ist als die Pferde. Hier ein Bild aus der Praxis, weil das viel besser zu sehen ist. Ihr seht, das war 30 mm und dann danach sehen Kartoffeln mit so einem kleinen Traktor links aus und das mit den Pferden rechts. Also diese heute vielfach angesprochene Wasserhaltefähigkeit ist natürlich ein Problem, wenn der Regen immer mehr blockweise kommt, das ist ja ganz klar. Der Klimawandel wird für uns bedeuten, wir kriegen nicht mehr Regen, wir kriegen nur blockweise. Und so wie das heute schon mehrfach kam, die Böden müssen fit gemacht werden für so eine Zustände, die da kommen. Und das war für mich also der Grund zu sagen, okay, wir machen jetzt unseren ganzen Gemüsebau komplett mit Pferden. Und da hatten wir zweimal Gärtnermeisterinnen da, die mir nicht geglaubt haben, dass wir nicht beregnen, was wir nicht tun. Die haben mir gesagt, solche Möhren wie du hast, kann man nicht haben ohne Beregnung. Kann man aber doch, wenn man eben den Boden ein bisschen wieder offener kriegt, sodass er das Wasser vom Himmel auch aufnimmt und nicht gleich wegfließt. Erträge, erstmal die Verdichtung. Ja, also wir haben die Verdichtung mit einem ganz einfachen Penetrometer gemacht. Also könnt ihr euch vorstellen, einfach einen Eisenstab, alle 5 cm den Eindringwiderstand gemessen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin gefühlte 1000 Mal über den Acker gegangen. Wir haben in den 8 Jahren Gemüse gehabt, aber auch Getreide, weil dann kam das Argument, ja guck mal, ein Winterroggen, da brauchst du ja nur im September, Oktober säen und dann machst du bis zur Ernte fast nichts, wenn du nicht viel Unkraut hast. Der macht doch diese ganzen Verdichtungen wieder weg mit seinen unglaublichen Wurzelleistungen. Kann ich sagen, funktioniert nicht. Also auch wenn man da nicht drüber fährt, was ja häufig dem Gemüsebau vorgeworfen wird, viel Verdichtung durch viel Überfahrten, ist da durch so 1 oder 2 Jahre Getreide nicht wieder wegzuholen, sondern die Wahrheit ist, dass in den ersten 5 cm wir, wenn man jetzt mal diese totale Mischtabelle nimmt, das ist sozusagen die oberste Spitze des Eisberges von sicherlich 1000 Einstichen, dann haben wir im Durchschnitt über 200% mehr Verdichtung durch so einen kleinen Traktor in den allerersten 5 cm. Die Möhren dahinter wurden damals auch untersucht von Qualis, die machen ja, glaube ich, ich bin da nicht tief drin in dieser Diagnostik, aber ich glaube, es ist es wird ja eine Rückstrahlung des Lichtes gemessen und ich glaube, es ist die einzige Methode, die
die anerkennt, die wissenschaftlich anerkannt ist im Bereich Lebensmittelqualität, und die haben unseren Möhren auch einen deutlichen Unterschied nachgewiesen. Also es ist, das Essen ist anders. Also von so einem Boden kommen dann auch andere Möhren als vom Pferd, als vom Traktor. Nur konnten sie den Unterschied nicht wirklich, also jetzt qualitativ benennen, weil noch nie jemand so einen Vergleichsversuch gemacht hat mit Pferden und Traktoren. Sie haben aber gesagt, wenn wir das normale Möhren wären, würden wir sagen, die vom Traktor sind konventionell gedüngt und die vom Pferd sind biologisch gedüngt. Also irgendwas passiert auch mit den Pflanzen, aber das ist ein Gebiet, was noch ganz unerforscht ist und wo wir in diesen 8 Jahren noch überhaupt nicht reingegangen sind. Wir haben uns da wirklich auf den Boden beschränkt. Das war sozusagen mal so ein Nebenversuch, weil es mich schon interessiert hat. Und ja, Nutzpflanzen reagieren anscheinend recht empfindlich darauf. Die gute Nachricht, auch für die Traktorleute, der Boden hat sich dann nach 8 Jahren auch verbessert. Jetzt muss man noch wissen, dass der normale Traktor bei uns im Betrieb ist entweder der Lohnunternehmer, der kommt natürlich mit großen Geschützen. Wir sind eine riesen Ackerbaugegend, das sind alles, also wenn Lohnunternehmer, dann nur in groß, da gibt es keinerlei Alternativen mehr. Und unser eigener Traktor, ein älterer Deutz, der hatte, glaube ich, 5 oder 6 Tonnen. Also sowas ist da vorher gefahren. Wir haben also schon mal mit diesem kleinen Traktor aus dem Museum das Gewicht reduziert. Und nach 8 Jahren haben die auch ganz klar gesagt, dass sozusagen die Abschlussuntersuchung, die ich hier zeige, ja, auch da entwickelt sich der Boden. Also jede Reduktion der Radlast, Sepp hat das heute Morgen gesagt, diese 5 Tonnen kann der Herr Horn noch bestätigen, jede Reduktion der Radlast ist schon mal eine Verbesserung für den Boden. Aber wir müssen von dem, was wir jetzt machen, wirklich dringend runter. Das Umweltbundesamt stuft, glaube ich, 30% der deutschen Böden als verdichtet ein. Und ich glaube nicht, dass das an Bio-Äckern Halt macht. Weil es einfach schlicht und ergreifend um die Radlasten geht und nichts anderes. Ganz zum Schluss dann noch die Geophysik, weil die hatten mittlerweile so viele Löcher gebuddelt, dass unsere Parzellen so klein geworden sind, dass eigentlich gar kein natürlich gewachsener Boden mehr übrig blieb. Und das hier ist das Georadar. Das ist normalerweise eine Methodik, die eigentlich dafür da ist, archäologische Schätze zu finden. Also die Archäologen beauftragen Georadar-Leute, wenn sie glauben, dass sich das Buddeln da lohnt, weil die ja dann wirklich mit Löffeln kratzen und das muss sich schon lohnen, bevor sie da was überhaupt anfangen. Und die sind dann zu uns nochmal gekommen. Frag mich da nicht so sehr über Details aus. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also auf der linken Seite wurden Elektronen in den Boden gesteckt und der Boden wurde mit Strom beschossen sozusagen. Und rechts ist wie so ein Scanner. Kam mir ein bisschen vor wie Ultraschallbilder bei Schwangeren oder bei Kühen oder so. So sah das aus. Das sind die Ergebnisse. Auch da kann ich nicht viel zu sagen. Gibt es aber einen Bericht zu, den habe ich auch auf unserer Website. Der ist für Normalsterbliche relativ schwer verständlich, weil die Bodenkundler schon wirklich viele Wörter kennen, die ich sehr wenig gehört habe bisher. Aber man sieht auf den Bildern, es ist ein deutlicher Unterschied. Okay, ja, das ist auch schon mein Ausblick. Ich bin ein bisschen sogar eher fertig. Hab noch 2 Minuten. Also ich finde, nach den ganzen Jahren kann ich bis heute bestätigen, Pferde sind sehr bodenschonend. Es gibt auch andere Untersuchungen aus dem Wald, die belegen das Gleiche. Die Schweiz hat sich soweit, die Technische Uni, ich weiß die Stadt gar nicht mehr, hat sich so weit aus dem Fenster gelehnt zu sagen, mit dem Pferd kannst du keinen Schaden machen. Nie. Mit dem Traktor geht das relativ fix. Mit den Pferden, also wenn, die ließen sich hinreißen, glaube ich, wenn im Wald 20, 30 Mal wirklich der gleiche Holzweg genommen wird, dann ja, sonst nie. Auf dem Acker oder sowas kann man wirklich alle möglichen Sachen machen. Das bringt mir natürlich ein bisschen was, aber letztlich ist es ja auch, wenn ich jetzt Gemüse hacke oder sowas, das macht einfach keinen Sinn, auch vom Gerät her dabei nicht so rumzudüsen. Aber es ist einfach es ist gut für mich zu wissen, dass ich da einfach was im Stall habe, wo man keinen Schaden mitmachen kann. Das ist ein Riesengewinn, finde ich, diese Bodenschonung. Mal plus zu der Energie, weil das kann ich nur nebenbei sagen, es funktioniert tatsächlich. Die Pferde können auf der hintersten nassen Wiese grasen und am nächsten Morgen hole ich sie und ich kann pflügen mit ihnen. Das ist ein geschlossener Betriebskreislauf und das funktioniert auch wirklich. Und ich traue mich auch seit 3 Jahren nur noch Wiese zu füttern an die Pferde, weil sie nicht so im roten Bereich bei uns arbeiten, eher im ganz unten. Teilweise sogar zu dick sind unsere Pferde. Sodass das auch wirklich gut klappt mit Gras und die können wunderbar nur auf diesen Weide,
Vortrag aufbauen. Die können wirklich gut mit anderen Tieren gemeinsam Weide bewirtschaften. Wir haben die mit Kühen zusammen, nicht, also nacheinander, sind ganz tolle Weideprojekte. Aber sie haben weniger Leistung als ein Traktor, gar keine Frage. Also alle Leute, die sagen, ja, mit den richtigen Geräten aus Amerika kann man mit Pferden genauso Landwirtschaft machen wie mit Traktoren, denen glaube ich nicht. Und wir haben keinen Betrieb in Deutschland, der im richtigen großen Stil irgendwie Landwirtschaft macht. Und ich weiß auch warum, nach 20 Jahren. Das ist einfach ihr Preis. Und ich frage mich immer noch, welche Form der Bodenbewirtschaftung wir wählen. Ich kann nur sagen, dass in den letzten 3 Jahren 4 Betriebe sich neu gegründet haben, die auf Flächen von 0,5 Hektar bis 1,5 Hektar, teilweise sogar größer, Gemüse anbauen. Und die ersten Geschäftsberichte von denen zeigen eigentlich, dass das recht rentabel sein kann, wenn man es klug angeht. Okay, das von meiner Seite. Vielen Dank. Ja, wir kommen wieder zu der 5-Minuten-Fragerunde. So. Ja, ich bin der Moritz. Wo du ja Maschinenbauer bist und da was von Leistung sagst, wie hoch schätzt du denn das Potenzial an, da mal mit ein bisschen moderneren Techniken dran zu gehen und da die Maschinen mal weiterzuentwickeln, weil ich meine, die meiste Technik von damals halt höchstens aus den 50ern oder so, oder? Genau. In Deutschland ist die Technik in den 60er Jahren wirklich zum Erliegen gekommen, aber ich kann immer nur den Hut ziehen vor der Leistung der Leute dort. Also das sind sehr gute Geräte, die dort gebaut worden sind. Das Problem ist, dass es keine Ersatzteile mehr gibt bei den Verschleißteilen. Aber ich habe mich darauf spezialisiert unter dem Prinzip Schrott wird flott und kann eigentlich alle alten Geräte wieder in Gang bringen. Und das Phänomenale an den alten Geräten ist, du kannst mit ganz wenig Input an Geld sehr effizient arbeiten. Also ich habe meine 2 Hektar Gemüse mit einem Maschineneinsatz von 2000 Euro gemacht, über Jahre hinweg, bis ich mir mein erstes modernes Gerät gekauft habe. Es gibt moderne Geräte. Die Amischen in Amerika wurden heute Morgen schon mal erwähnt. Die Amischen lehnen ja Traktoren ab aus gewissen Gründen, sind 200.000 Menschen und die arbeiten nur mit Pferden und die haben eine entsprechende Geräteausrüstung. Also du kannst im Grunde bis auf den Mähbinder kannst du in Amerika erstmal alles neu einkaufen. Das Problem mit Amerika ist, dass sie auch sehr große Pferde haben, mittlerweile das größte Pferd der Welt ist. Der amerikanische Belgier ist das, mit Stockmaßen von 2,30 Meter, das sind Riesenpferde. Und dementsprechend sind die Geräte, also die Amischen haben bis zu 70 Hektar Farm und die wollen einfach auf die Flügen, auch mit 14 Zoll Flügen und sowas, die haben auch Pferde genug. Und das ist für die europäische Ebene nicht das Richtige. Aber wir haben in Europa eine ganz kleine, dünne Szene von Leuten, die den Paul Schmidt mag ich da hervorheben und die Firma EquiID aus Italien, die für Kleinbauern wirklich effiziente, gute Geräte bauen. Und ich glaube, da kommt in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr. Ja, vielleicht können wir zu dem Thema später mal sozusagen was Neues machen. Ich gebe mal weiter die nächste Frage. Ja, hallo, ich bin der Roman vom Tempelhof. Ich habe eine Frage an dich und zwar, warum ist denn das jetzt so? Du hast ja vorhin erklärt, das fand ich ja sehr einleuchtend, ein Huf, 900 Kilo da drauf, verdichtet alles und der Traktor breit und so. Warum ist es jetzt eben anders? Könntest du es noch vielleicht mal erklären? Genau, wissenschaftlich belegt kann ich es dir nicht erklären, weil das war nicht, also da hat auch der Herr Horn gesagt, das gibt es noch verschiedene Thesen, aber das müsste man noch mal gründlicher untersuchen. Die Thesen, genau, bevor es wissenschaftlich untermauert ist. Die unwissenschaftlichen Thesen, nach meiner Meinung nach, sind, dass man 2 Dinge beachten muss. Der Huf hat eine ganz andere Mechanik beim Auf- und Abhufen. Wenn man das mal in Zeitlupe sieht, auch was Kühe machen, die ja auch sehr viel als Nutztiere eingesetzt worden sind, auch Kamele und sowas, die haben alle in ähnlicher Form, wie der Huf auf den Boden kommt, wie er sich da verteilt und wie er wieder abhuft. Das ist das eine. Der Traktor ist sehr statisch in seiner Bewegung über den Acker und das Pferd ist elastischer, will ich das mal nennen. Das zweite ist die Vibration, die, glaube ich, völlig unterschätzt wird. Wenn du draußen eine Straße machen willst, dann nimmst du Rüttelplatten, um den Boden zu verdichten. Und ich glaube, dass Traktoren eigentlich genau den gleichen Effekt haben, dadurch, dass sie vibrieren und diese Vibration bis auf den Reifen übertragen. Zusätzlich zu dem Schlupf. Der Schlupf ist, glaube ich, auch eine enorm wichtige Sache, die verdichtet. Und das beim Pferd tritt ja auch Schlupf auf. Also Schlupf ist das, wenn ich
wenn man so wegrutscht und man eine Schubkarre bergauf hebt, dann haben wir auch Schlupf. Und ich glaube, dass der Schlupf der Tiere dem Boden viel weniger ausmacht als dem des Traktors. Aber ich sage es deutlich, ich glaube es, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt. Ich hätte noch eine Frage zu den Pferden, weil ich habe schon von jemand anders gehört, der auch mit Pferden arbeitet, dass es gar nicht so einfach ist, die richtigen Pferde zu kriegen. Also auch züchtungsbedingt. Habt ihr da auch so Erfahrungen gemacht? Also ich würde bis auf Weiteres überhaupt gar nicht züchten. Die Wahrheit ist, dass es in Deutschland fast so viele Pferde gibt wie vor 100 Jahren, als alles mit Pferden gemacht wurde. Aber natürlich sind die wenigsten davon inzwischen Kaltblutpferde. Und also das Problem ist der Preis. Also ein 7-jähriges Kaltblutpferd, das voll ausgebildet ist, wenn du dann normalen Stundenlohn anrechnest an Aufzucht und Ausbildung, müsste eigentlich 14.000 Euro kosten. Und der normale Preis, für den gehandelt wird, sind 3.000. Deswegen, die guten Pferde verkauft niemand, würde ich auch nie machen. Und deswegen ist auf dem Markt ist es ein bisschen schwierig, Pferde zu bekommen. Aber wenn du mal wieder jemanden triffst, kannst du ihn an mich schicken. Es gibt schon Verbindungen. Ja, eine letzte kurze Frage. Du hast es erwähnt, warum das Pferd und nicht den Ochsen, sag ich mal. Also warum das so ist, das würde mich auch noch interessieren, weil... Du hast es ja selbst erwähnt, dass die auch schon mal als Nutztiere dafür genutzt worden sind. Ja, danke. Der Ochse ist sogar weltweit Zugtier Nummer 1. Und nur mal nebenbei, es wirkt immer so exotisch mit der tierischen Anspannung, weltweit wird 60% der Nahrung nach wie vor mit tierischer und menschlicher Kraft erzeugt und nicht vom Traktor. Also es ist gar nicht so weltweit, es ist immer noch recht normal. Und der Ochse... ich bin einfach fix aufs Pferd gekommen, weil dem Pferd kommt man näher. Das ist, glaube ich, in Deutschland auch eine Statussache. Also ein Bauer früher, der vor 100 Jahren, der einen Ochsen hatte, der hatte einfach ein anderes Ansehen als ein Pferd. Und heute, ist man fixer beim Pferd, weil Ochse hat diesen Hauch von Armut oder sowas. In Wahrheit habe ich dieses Jahr erstmal mit Kühen gepflügt und fand das total interessant. Es gibt ja die Astrid Masson, die das ein bisschen professioneller macht in Brandenburg. Und das hat wahnsinnige Vorteile. Und ich kenne einen jungen Mann, der jetzt sein Betriebskonzept mit Ochsen wieder aufbaut, weil er meint, er hat sein Teer gelesen und die verdauen Kleegras viel besser. Das ist alles viel besser mit Ochsen. Oder einiges. Sie sind langsamer. Und deswegen war früher diese These, Pferd für Transport, Ochsen für den Acker. Das war eigentlich so der Hintergrund, mal neben diesem Prestige-Denken. Und ich glaube, dass die da schon gut sind. Aber ich habe bei den Kühen überlegt, ob ich mit Kühen nochmal anfange, aber ich habe mir gedacht, nee, ich habe so lange mit Pferden gearbeitet, ich bleibe dabei. Aber ich hoffe, dass in Zukunft auch der Ochse wieder viel mehr noch ins Bewusstsein kommt. Okay.